da zählt alle Karten. Ganz normales Kartenspiel, wie Sie es in jedem Zauberfachgeschäft bekommen. Die rote Karte habe ich rausgetan vorhin. Okay, ist für Sie okay? Dann mischen Sie mal bitte das Kartenspiel. Mix, 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 aber bitte bringen Sie die Reihenfolge nicht durcheinander. Wie? Christa, wenn Sie bereit sind und sagen, das ist so die Ausgangsposition. So ist gut? Christa macht das toll irgendwie. Christa, Sie sollen jetzt eine Karte ziehen. Ich will Sie dabei auch gar nicht beeinflussen. Ziehen Sie mal irgendeine Karte. Nicht die. Hey, irgendeine. Irgendeine. Schauen Sie sich mal die Karte an. Ich will die nicht sehen. Können Sie sich die Karte merken? Ja. Zeigen Sie vielleicht mal die Karte Walter, dass Sie auch als Zeuge dabei sind. Schauen Sie sich mal die Karte noch an. Walter schaut so. Ich habe sie nicht gesehen. Sie können sich beide die Karten gut merken. Perfekt. Dann packen Sie mal irgendwo hier mitten in die Mitte rein. Sie packt sie da rein. Dann machen Sie mal die Hand auf. Ich spiele ja auch, wir mischen sie nochmal durch, okay? Ich spiele ja nicht so gut Karten, kann auch nicht so gut mischen. Ich spiele normalerweise nur Online-Poker. Habe ich vorgestern gewonnen, wahrscheinlich, weil ich mir 4 Ass in den Ärmel gesteckt habe. Jetzt machen wir folgendes, Sie stellen sich mit dem Rücken zu mir und dann probieren wir unsere Schwingungen, wenn Sie an die Karte denken, ich probiere mir die Karte jetzt zu suchen. Kann ich nicht dauern? Konzentrieren Sie sich auf die Karte, Walter hilft mit. Schönen Abend. Christa, wir können noch so eine Zeit lang weitermachen, aber irgendwie irritieren Sie mich jetzt. Christa, Sie haben mich jetzt so irritiert, ich finde Sie nicht raus. Und es wird ein schwieriges Kunststück und ich hoffe, dass wir es noch irgendwie hinbekommen. Ich packe jetzt die Karten erstmal hier rein. Wir probieren es jetzt auf eine andere Methode. Und dafür, Walter, Sie sitzen so gerade so, ich packe die jetzt in eine Tüte und gebe Ihnen mal die Tüte zur Aufbewahrung. Dann mache ich mit Christa weiter, wir probieren es auf eine andere Art und Weise. Perfekt, ich habe hier so ein tolles Publikum. Warte, ich habe hier eine Tüte. Schauen Sie mal, ob die leer ist. Das würde, okay, das wäre okay. Dann, Walter, ich packe jetzt das mal hier rein, zum das Kartenspiel. Ja? Und wenn ich jetzt gleich mit Christa soweit fertig bin, Sie würden sie einfach aufbewahren, niemanden daran lassen. Und das machen wir so. Wenn ich jetzt gleich fertig bin und dann rufe, wer hat die süße kleine braune Tüte? Dann rufen Sie, ich, Walter, hab die süße kleine braune Tüte. Okay? Wir probieren es mal. Christa, wir machen jetzt so ganz normal weiter. Ne? Wir machen noch ganz andere Dinge. Christa. Wir sind froh, dass ich es nochmal ausgewählt habe hier. Ne? Christa. Aber wer hat eigentlich diese kleine, braune, süße Tüte? Ich habe eine kleine, süße Tüte. Nein, ich, Walter. Also, wer hat eigentlich diese süße, kleine, braune Tüte? Ich, Walter, habe die süße, kleine, braune Tüte. Jawohl! Das ist doch. Und jetzt, Sie glauben an Zauberei. Im Moment, ja, dann sagen Sie mal, ich glaube an Zauberei. Ich glaube an Zauberei. So, dass ich es auch glaube. Ich glaube an Zauberei. Noch einmal? Ich glaube an Zauberei. Ich glaube an Zauberei. Das ist gut. Ich auch. Ich habe gesagt, wir nehmen Hilfsmittel dazu, weil Sie haben mich so irritiert, dann nehmen wir jetzt meinen eigens zusammen mit der Universität in Glasgow entwickelten Gedankentransmitter dazu. Haben Sie auch mal Christa, ist Sie perfekt, ich gebe Ihnen auf Tournee, Sie hatten auch so einen Gedankentransmitter. Christa, das ist ja Wahnsinn. Christa nimmt jetzt den Gedankentransmitter in Ihren Kopf. Nehmen Sie mal in Ihren Kopf. Nicht so, da macht sich das Gehirn kaputt. So, Christa. Sie sehen, da steht ein Schild dran, Prototyp. Wissen Sie warum? Da fehlt das Soundsystem. Das heißt, Sie müssen das Übertragungsgeräusch machen. Sie wissen, wie das geht? Es geht. Ja, das bedient ja den Gedankentransmitter. Ja, aber Sie müssen es so machen, dass Sie die Gedanken in einen Bogen führen.
hört sich sehr gut an. Dann denken Sie an die Karte. Walter hilft Ihnen bestimmt mit. Und ich probiere sie zu empfangen. Wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Hatten trotzdem viel Spaß. Schwieriges Experiment. Christa, das sind auch schöne Gedanken. Sie können vielleicht später mit jemandem besprechen, aber konzentrieren Sie sich jetzt nur auf die Karte. Das Publikum hält vielleicht mit bei 3. 1, 2, 3. Ich hab was empfangen. Sie können zu Hause mit Ihrem Gedankentransmitter dann weitermachen, wenn es Ihnen so viel Spaß macht. Ich leg mich jetzt mal fest. Und ich... Boah, ich habe mich vorhin so nervös gemacht. Ja. Walter wird es jetzt vielleicht sehen, wenn ich es rumdrehe. Wenn das funktioniert, haben wir wahrscheinlich ein kleines Wunder an der Hand. Und zwar wird ein heller Stern über Mannheim leuchten. Wenn es nicht funktioniert, vielleicht drüben in Ludwigshafen. Ich lege ihn dann schon mal wieder ab. Oh, ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Sie reagieren noch nicht. Sie sehen ja, Sie kennen die Karte. Ich hoffe, dass es stimmt. Sagen Sie mal bitte ganz laut, an welche Karte Sie gedacht haben. Ja? Jetzt kommt die Karte. Wer hat eigentlich diese kleine, süße, braune Tüte? Walter, kommen Sie mal zu mir. Walter. Kennen Sie sich? Also Walter. Das ist Christa Jones aus Las Vegas. Walter aus? Karlsruhe. Walter aus Karlsruhe und Christa Jones aus Las Vegas. Das sind doch hier international. Christa, ich probiere jetzt nochmal den Geruch aufzunehmen, eine Witterung aufzunehmen. Ich bin, mach jetzt mal die Tüte auf, schauen Sie, ob das Kartenspiel noch drin ist. Geschlossen? Ja. Geschlossen? Ja. Gut. Geben Sie mal die Hand, in der die Karte war. So ein bisschen. Okay, machen Sie mal auf. Ich bin nämlich auch sehr fingerfertig. Ich probiere jetzt hier reinzugreifen. Sie schaffen noch zu? Ja. Zu? Was für eine Karte war es? Karo Ass. Boah.